Superman! You are a cartoon character! In the air to right field, towards the corner, it's back, it's gone! Welcome to Slam Diego! The boys are having fun tonight. Strike three! Dodgers have won it all! Right to left field and a backflip amidst the flashing lights. Oh, jetzt bekomme ich ein bisschen Bock auf Baseball. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu MLB The Show 21 oder einfach auch gesagt Major League Baseball The Show 21 hier auf der Xbox One X. Man hat gerade gesehen, mitunter Producer bzw. Publisher ist auch Sony. Und jetzt erklärt sich mir auch so einiges. The Show, so nennen wir es einfach mal jetzt abgekürzt, ist nämlich für den Games Pass exklusiv erschienen, also beziehungsweise kostenlos erschienen, auf dem Games Pass erhältlich. Und dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, es jetzt hier zum Release, ich glaube jetzt am Dienstag ist frisch erschienen, auch kostenlos zu spielen. Und Sony hatte sich auch dazu zum Statement gemeldet, man wolle einfach versuchen, Baseball mehr an den Mann bzw. an den Mensch heranzubringen. Und ich finde Baseball eine sehr interessante Sportart, reizt mich wesentlich mehr als zum Beispiel Football. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier alles so ein bisschen auf Englisch. Ein bisschen ist gut. Es ist hier komplett auf Englisch, was ein bisschen schade ist. Jetzt können wir uns entscheiden, was für Art von Spieler sind wir. Wir spielen natürlich eigentlich gar nicht Baseball, also wahrscheinlich eher Casual oder Simulations- oder Competitive. Ich würde mal sagen, komm, Simulation. Oh, fangen wir mit Rookie mal an. Okay. Option Explorer, would you like to practice and select which gameplay option work best for you? Sehr gerne. Dann üben wir mal hier so ein bisschen. Team Stadium, können wir uns auch hier schön entscheiden. Oh, schick. Natürlich ist in diesem Video geht es so ein bisschen darum, was ist hier möglich? Werde ich auch so ein bisschen einteilen. Ah, was ist hier möglich? Was können wir im Hauptmenü machen? Können wir so einen eigenen Spieler erstellen? Wir werden hier ein bisschen ein Practice machen, also ein bisschen Training, wie es jetzt auch gerade hier der Fall ist. Und vielleicht auch mal ein kleines Spiel währenddessen machen, weil ich kenne mich mit den Regeln nicht großartig aus und versuche das auch irgendwie ein bisschen zu vermitteln. Und wir finden selber heraus, wie das Spiel eigentlich hier funktioniert. Presentation Mode, Hybrid. The Hybrid Setting is in aimed and being the middle ground between fast play and broadcast by only showing presentations that have the most of often. Ah, okay. Fast play, broadcast. Settings present a television style game. Das können wir gerne mal machen. Dann gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen an, wie das halt auch wirklich ist. Obwohl, wir können mal Hybrid. Setting is aimed the middle ground between. Ah, und dann kommen wir dem Hybrid. Broadcast theme style, the show theme. Ja. Quick counts off inning 9. June. Also, wir können auch das Datum einstellen. Wir können hier Clear Skies machen wir extra inning runner. Und ja. Baseball, ja, natürlich in Amerika hat ja die allergrößte Beliebtheit. Und für mich als Kind, ich wollte es irgendwie schon immer probieren, weil ich habe früher als Kind immer gerne geworfen und gefangen, obwohl ich auch gerne Fußball gespielt habe. Aber ehemaliger Schulkamerad hatte selbst einen Baseballschläger gehabt. Nein, nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Spielen. Und Handschuhe. Und es war geil gewesen, diesen Handschuh zu tragen tatsächlich. Ulkig war es natürlich immer gewesen, als Rechtshänder eigentlich den Handschuh links zu tragen. Ah! Guck mal hier. Wir können uns jetzt hier fünf Sachen anschauen. Zum einen Hitting. Da fangen wir jetzt mal an. Move the left stick in any direction, then press A for a normal swing, B for a contact swing or X for a power swing. Ah, okay. Also wir haben jetzt eigentlich nur A, B und X. Aber ich glaube voll ins Aus, wa? Okay, probieren wir mal nach vorne, also schön nach oben. Gut getroffen. Ja gut, aber wir haben immerhin getroffen. Schon 2 von 2 getroffen. Oh, sehr schön. Also ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt treffe. Oh yeah. Nicht schlecht. Gut, ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt die Möglichkeit zwischen 5
Modis uns auszusuchen, was sie gerne üben würden. Das Schlagen, das Base Running, also das Rennen von Base zu Base. Das Pitching, das ist wahrscheinlich eher das Werfen an sich. Und das Fangen, Throwing. Gute Frage, Throwing ist wahrscheinlich, wenn wir gefangen haben und uns das gegenseitig zuwerfen. Im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie Strohpuppe, falls euch das noch ein bisschen was sagt. Man schlägt einen Ball, die Leute müssen versuchen, das zu einer Base zu werfen, also das gegnerische Team muss versuchen, den Ball wieder auf die Base zu bringen, bevor der andere die Base, also das sichere Ufer, erreicht. Probieren wir erstmal Hitting. Move the left stick in any direction. To use zone hitting, move the left stick in the direction of the pitch to adjust the plate coverage indicator. To use directional hitting, move the left stick. To use pure analog hitting, flick the right stick up for a normal swing, move it left or right for a contact swing, or use power swing by moving the right stick down, then up in a fluid motion. Ah, okay. To use zone hitting, move the left stick in the direction of the pitch to adjust the plate coverage indicator, also known as the PCI. When the PCI is aligned with the ball, press A for a normal swing, B for a contact swing, or X for a power swing. To use directional hitting, jetzt können wir uns entscheiden, was wir hier gerne nehmen wollen, welche Arten von Schlagen. B for a contact swing. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Also mit dem linken Stick können wir die Richtung ergeben. Hier haben wir. Hier müssen wir schon versuchen, den Ball wirklich anzuvisieren mit dem linken Stick und dann mit A oder B zu schlagen. Und hier müssen wir komplett eigentlich schon fast alles selber machen und das mit dem rechten Stick. Da probieren wir natürlich erstmal hier. Guck mal, hier können wir nämlich die Richtung jetzt angeben. Dann warten wir mal ab. Boah, gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen weit links geschlagen. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen ausgleichen können mit einem rechten Schlag. Oh ja. Ich glaube, der war gut gewesen, wa? Also nochmal. Nach links. Ja. Schön. Die Menschen getroffen. Ha. Was sieht, wenn wir jetzt hier unten links... Ja, okay, gut. Ja, machen wir erstmal so. Jetzt gehen wir mal zum Base Running über. Hold left bumper to advance all base runners. Press right bumper to retreat all base runners. To control a specific base runner, move the left stick towards their current position. To use classic base running, hold left bumper to advance all base runners. Press right bumper to retreat all. If auto base running is selected, the computer automatically controls the base runners for you. Ah, okay, gut. Wir können alles selber hier bestimmen, indem wir zum Beispiel jetzt LB und die jeweilige Taste drücken zum Vorlaufen oder zurücklaufen mit RB, Return. Oder wir können auch natürlich die Möglichkeit hier... Ach, dass wir auch sogar noch richtig speziell sagen, wer wo es hinlaufen soll oder was. Oder wir machen es automatisch. Wir probieren es erstmal hier aus. Achso, steht der jetzt von alleine? Der steht bestimmt von alleine. Ja. Keine Ahnung. Das ist jetzt gerade richtig viel. So, der ist durch. Der ist draußen. Das war mir jetzt echt, gerade komischerweise jetzt schon zu viel gewesen. Also, er schlägt. Da komme ich noch nicht so ganz klar. Wie kann ich denn jetzt wen bestimmen? Also Speed läuft jetzt. Achso, okay. Ja, geschafft. Nein, nein. Ach. Ach, okay. Wir. Ah. Okay, probieren wir nochmal aus. Wenn wir jetzt gedrückt halten, dann laufen die einfach nur. So. Ja, zurück. Ah, schade. Ja, komm, wir probieren es doch mal ein bisschen aus. Also wir sind denn wirklich nur vorwärts und rückwärts gedacht. Lass jetzt mal beide ein bisschen laufen. Und dann lassen wir mal los. Genau, und dann bleibt er da stehen. Sehr schön. Gut.
Ja, das können wir speichern. Also wir sind wirklich nur fürs Vor- und Zurücklaufen gedacht. Ist natürlich ein bisschen doof, aber ich glaube, das kriegen wir auch ein bisschen hin, dass wir den Einzelnen auch auswählen können. Gut, dann sind wir jetzt beim Werfen. Boah. Try to reach the top when the two rings overlap. Next, pull down on the right stick in the direction of your pitch. Was haben wir hier? To use meter pitching, select a pitch type and location. Then press A to start the meter. Das ist natürlich sehr einfach gehalten. Also hier müssen wir nur die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und dann können wir noch die Richtung bestimmen. To use pure analog pitching, select a pitch type and location. Boah. To use pinpoint, to use classic pitching, select a pitch type and location. Then press A to deliver the pitch. Das probieren wir mal aus. Oh. Hoffentlich treffen wir ihn. War das gut gewesen? Geht aber schnell vorbei. Ja, wir suchen uns jetzt hier einen schönen Wurf aus. Den kennen wir aber halt auch nicht so genau in der Mitte. Dann müssen wir ihn halten, oder was? Wurf. Ja, der war gut gewesen. Was passiert, wenn wir jetzt den zum Beispiel nicht halten? Das können wir auch mal ausprobieren. Wenn wir jetzt sagen, okay, guck mal, wir machen jetzt hier einen Fastball. Der ist ja relativ gerade. Dann machen wir gar nichts. Kein Halten. Okay, da war jetzt irgendwie kein großer Unterschied. Jetzt probieren wir mal einen Fastball, Mitte und den halten wir mal. Ach, dann wirft er automatisch bestimmt in die Mitte, okay. Dann gehen wir mal zum Fangen, wa? Move-Fielder. Nee, Auto nicht. Ich will mal das hier probieren. Komm, wir probieren einfach mal das hier aus. Jetzt sind wir die Feldspieler, die den Ball fangen müssen. Der Ball kommt sehr, sehr hoch. Okay, das war jetzt nicht so schwierig gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt was gemacht habe. Eigentlich muss ich den Linkstick einfach nur darauf zulaufen. Ja, das ist jetzt irgendwie eine doofe Übung, muss ich echt mal sagen. Der läuft ja selber dahin. Ich mache jetzt gerade gar nichts. Ich will nicht. Also ich probiere jetzt einfach mal aus. Das scheint mir so, wo alle Hilfen ausfällt. Und da ist er ja wirklich selber hingegangen. Das ist ja ein bisschen doof. Also zumindest muss ich jetzt irgendwie gar nichts machen. Weil ich so nicht das Gefühl gehabt, dass das aber auch so richtig war. Okay. Er läuft ja auch selber dorthin. Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr doof gemacht. Ah, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir. Ah. Wurf? Auf wen? Ach, der wirft dann automatisch, okay. Oh, guck mal, sonst, wenn ich... Ein bisschen das Doofe ist gemacht, dass wir halt... Also ich lasse es doch einfach ausgeschaltet. Also ein bisschen brauchen wir ja. Ja. Wir werden dann, glaube ich, beim schnellen Spielen einfach mal gucken, wie das hier läuft. So, da habe ich ja schon gerade gesehen, Y, X, B, A sind die jeweiligen Bases. Also First, Second, Third und Home Base. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach das hier aus. Jetzt kommt wieder der Schlag. Dieser müsste ja eigentlich... Der Schlag jetzt kommen, dass wir... Genau. Zack, der ist draußen. Ah.
wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung zielen, kann das sein? Ein bisschen ausprobieren hier. Früher auch mega gerne Baseball gespielt. Ja, zack. Paff. Ich finde das auch immer so geil, wie die werfen können, wa? Mit was für einer, also wirklich bis zu 100 Meilen pro Stunde, das sind Meilen. Das ist unglaublich. Schön, der ist draußen. Okay, gut, das kriegen wir so einigermaßen hin. Das speichern wir mal für uns ab. Jetzt haben wir mal so ein bisschen die Grundsteuerung kennengelernt. Und ja, können wir jetzt mal hier auf Ende gehen. Und dann gucken wir nochmal so ein bisschen uns das Hauptmenü an. Da bin ich ja gerade schon so ein bisschen gewesen, um einfach mal zu schauen, was läuft denn da ab, was kann man alles machen. Das sieht sehr steril aus, kann ich euch schon mal sagen. Hier ist es nämlich. Other Game Mode, Custom Leagues. Da können wir unsere eigene Liga sogar gründen. Play Now, Game Mode, Road to the Show. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr Karriere. Diamond Dynasty, March of October, Franchise und so weiter. Ansonsten haben wir ja auch schnelle Spiele, Moments, Home Run Derby, Challenge of the Week, nee, Play Now, Exhibition, Live Roasted Online und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich Exhibition, genau, da suchen wir uns jetzt ein Team aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Stärke hat, aber Red Sox, warum nicht? Uniform, schön. Achso, warte mal, wir können natürlich hier auch mal gucken, ob wir, suchen wir mal hier irgendwie, keine Ahnung, wir suchen halt hier irgendwen jetzt mal aus. Oh, jetzt habe ich die Dodgers nochmal, ach, gehen wir einfach die Dodgers, ist ja auch egal, guck mal, das Blau sieht ganz schick aus. Wo wollen wir genau spielen, in welchem Stadium? Ich finde auch die Baseball-Stadions, die sehen auch schon geil aus, war so richtige Arenen. Halt sehr untypisch, natürlich von der Art und Weise her, wie natürlich das Feld aufgebaut ist, aber ich finde es schick. Guck mal hier, schöner Skyline. Genau, Hybrid, alles Mögliche. Ich bin auch soweit ready. Profile, Select und ja, auch ready. Wir legen einfach los. Müssen jetzt nicht großartig gucken. Man müsste sich wirklich in die Materie erstmal hineinfassen. Ist das ein bisschen schade, dass das nicht für Deutsch ist? Also gerade für den europäischen Markt bin ich mal gespannt. Ich glaube, da sind keine weiteren Sprachen, die da zur Verfügung stehen. Zumindest Deutsch ist es nicht. Wird halt sehr auf Englisch hinauslaufen. Man muss aber dazu sagen, es ist auch sehr gut trotzdem hier alles in Englisch gehalten. Also wenn ich mir so NFL anschaue, das ist so viel Kontext, was in den Texten gepackt ist. Und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen das Ambiente hier an. These are two of the best in the business, two guys that throw a lot of strikes, and if their game is on, we should have a very low-scoring ball game with these two elite starting pitchers. Ja, der hat schon so eine cool lässige Haltung. Zum Glück ist der in unserem Team. Gut. Na komm, hold to skip. Also, um die beiden dreht sich jetzt so ein bisschen. Das sind anscheinend so ein bisschen die Teamleader hier. Weil siehst gerade richtig, 9 Starts. Heißt es, er hat das 9-mal gespielt oder ist es jetzt in seine 9. Saison? Ich weiß es da ja nicht. Wir sind auf alle Fälle mit Schlagen dran. It's a difficult pitch for umpires to call strikes, and that's why we don't see a lot of pitchers using it. Ah, schade. Hätte man gut treffen können. 3 Würfe, also 3 Strikes und wir sind draußen. Ah! Slider and he can't pull the trigger, 2 strikes. The offensive game plan today is certainly to see the ball up. This guy is no. Komm jetzt aber, letzter Wurf. Oh! Und damit sind wir draußen. Okay, der nächste. So he punches him out looking at the fastball. Mookie Betts goes down for the game. Was ist denn hier los? Stands in as he looks at a called strike. Hier was Neues? Temperature 74 degrees as we get things started this afternoon. Super, dann aber voll daneben.
One out, nobody on. Komm jetzt aber. Was ist denn hier los? Schon wieder draußen. Beim Training. Ah, guck mal, der Rota, der macht es aber. Here's the first pitch. Justin Turner is in with two away as he takes a ball 1-0. Well, he punched out the last guy, but he didn't get any favors from the blue on the first pitch in this at bat. Was ist denn hier los? Hallo, Teilnehmer. Pitch on the way. Hey, there aren't too many power hitters in the game that would let that pitch go by. Okay, komm. The 2-1 pitch. Sinker, and that's ruled strike two. That's a great sinker right there. These batters are going to have to bear down, because if he's got that good pitch, it's going to be a long game. They might have to sit off speed. Bin ich so blöd dafür? Warum steht jetzt hier keiner von uns? Warum hat das so gut geklappt? Hallo! Das gibt's doch nicht! Der Rota ist auch dran gescheitert. Warum trifft hier keiner? Okay. Oh. Oh, shit. Der war außerhalb. Nicht gut. Dahin sollen wir werfen. Machen wir auch. Ja. Sehr schön. Signalisiert er uns? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ah, die Werfer, die machen heute das unter sich aus. Schön weit oben rechts. Ha! Raus! Strike 3! Ich sag, mit dem Schlagen bin ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, dass das nicht so gut geklappt hat. Zumindest, dass sie nicht mal einmal irgendwie geschwungen haben. So. Der war knapp. Fastball, okay. Fastball and he's quickly in the hole 0-2. So let's take a look at our umpiring crew in this one. Working the plate, Rusty Valentine. Hey, you know, Dero, Rusty Valentine, he's known for having a high and a low strike zone, but he's pretty good east and west. You better keep it on the corners. Yeah, I'm okay with Rusty's zone. Without question. Oh, er hat ihn. It's north south, so you're aware of it. Veteran player. Ha, ist er draußen? Ja. First will take care of him and Kershaw's in control now, two away. For the moment now, let's have a look at the home team starting lineup. Mark, also bis jetzt keine Punkte für irgendein Team. Und jetzt kommt der dritte Werfer und dann wächst das Inning, glaube ich, wieder. They can't start swinging at everything or this guy will abuse him. He'll start flipping up the rosin bag. And this one scoots all the way to the wall. Ah! Shit. He'll get into scoring position with two away. Now a pickoff play at second, runner back safely. So that brings in the power hitting middle infielder Paul DeJong. Draußen. Won the count. Okay, kriegen wir hin. Da soll ich ihn hinwerfen. And he'll look at a fastball just off the black and it's even at one. Now yeah. Swing and a miss and he's behind 1-2. These are the moments right here. You got a good pitcher on the mound. You don't know if these opportunities are going to present themselves throughout the course of the game. You have to analyze in this situation. Nicht gut. Nicht gut. Oh nein, wir laufen voll daneben. Nein. Hol den Ball. He pulls into second safely as they jump ahead with a run scoring on the play.
Every manager and every pitcher loves to play with an early lead, and they've got one here. Back-to-back doubles put them up by a run with the opportunity to stretch the lead here with another dangerous hitter set to step up. Tyler O'Neill is in with two away here as this one swung on and missed for the first time. Also, okay, gut, das Werfen ohne irgendwelche Ziele ist mega schwer. Ja, der war gut. On 0-2 here, he doesn't have to give in with a great pitch to hit. He's got will have to press pause. Schön, draußen ist er. Ich weiß nicht, ob der Handschuh mir anzeigt, wo wir am besten werfen oder treffen sollen, weil er da nicht so gut ist. Also einer ist auf alle Fälle durch. Jetzt sind wir wieder mit Schlagen dran. Er steht 0-1. Ist noch alles drin. Aber ist jetzt irgendwie mal schön, hier wirklich zu treffen. Es gibt's doch nicht. Ich muss mal kurz hier Settings, Gameplay, Control. That's a pitch he'd like to have back. You're not going to see very many pitches like that from a pitcher of this quality. I'm sure he'd like to have that one back to take a swing at it. Swing here, but this is in there for a called strike two. Oh Gott, ey. Mach ich hier irgendwas jetzt falsch? Beim Training hat das so gut geklappt. Will Smith, okay. Will Smith, der macht bitte. Oh Gott. Strike taken up in the zone. Hey, when you're featuring a mid-90s fastball like this pitcher, attack with that. Das gibt's doch nicht. Hey, hallo, ihr müsst. Achso, der war aus der Welt unten gewesen. Komm. Wow, that's four straight K's. He's knocking him down. He's looking for number five. Ah, schade. Ah, der war draußen. Der war draußen. Ich darf gehen, wa? Guck, der war so weit draußen gewesen. Jetzt in der Zeitlupe. Oh ja. Deswegen dürfen wir jetzt eine Base gehen. Ach, guck mal, auch die Zeitlupe ist ja geil gemacht. Swinging timing, too early bis jetzt. Okay, vielleicht war es auch der. Ich habe keine Ahnung. Oh, der war weit draußen gewesen. Jetzt darf er auch gehen. Ich treffe nicht den Ball und traf trotzdem die nächste Base. Das hat aber nicht sehr viel gebracht. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Ja, nice. Also das Werfen ist gut. Aber wie gesagt, das andere ist ein bisschen schlecht. Schöner Slide mal hier. Gucken wir, wie das auch schaut. Oh. Hallo, der ist draußen. Timing just a tick off there as this one's fouled off to the right. Another 1-2 delivery. Swing and a miss on the slider. Jetzt ist er aber draußen. Okay. Really good late bite on that slider right there. The best ones have that late action that starts at the last minute. Mir machen diese Schläge von meiner Wenigkeit immer noch richtig Probleme. Oh, der war. Ach, was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt hier abwerfe? Now a fastball runs inside and drills him. Oh, that's gotta hurt. Well, this home crowd didn't like this guy in the mountain. Jetzt aber eine Base gehen, okay. Ich dachte, der greift mich vielleicht an oder so. Ja! Nein! Throw is up the line as it gets away. And again a throw, keeping particularly close tabs on him. First offering on its way.
Oh. Oh, der war sehr weit unten. Und Wurf. Wieder aus. Ich weiß gar nicht, bei der Aus kann man unendlich mal ins Ausklammern wiederholt. Nämlich schon das zweite Mal gewesen. Ah! Nein! Was mache ich denn da? Ach, Gottes Willen! Oh, Gott! Ja, schön zur Base werfen, wo keiner ist. Nee, da ist ja auch keiner. Nein! Aber was mache ich denn? Ach, Gott! Tommy Edman struck out in his last trip to the plate. And he can't allow the same thing to happen in this situation. This was is a big time spot in this game. He's got to find a way to put the ball in play. Ja. Habe ich nicht geworfen? Warum werfe ich denn nicht? Bin ich bescheuert im Kopf? Was mache ich hier? And a pickoff throw to third and a dive, but he's back. Ah. He's ready. Here's the first pitch. Ja. Fastball here is he'll take a look at ball 1-0. It's moments like this as a pitcher when you feel aus, alles gut. Ich muss den versuchen natürlich jetzt hier raus zu striken. Ja. One ball and two strikes to count. Nein. Aus war. That's a real nice location with that fastball up and in on the hands. Aus. To do much with that because a hitter really can't extend his arms very easily. Bisschen weiter runter. Ah, er trifft ihn schon wieder. Fang ihn. Ja. Makes the catch, but the runner from third breaks for home. And the run is in to score from third. Ah, schade, haben die schon wieder einen Punkt kassiert. Naja. And that brings up Paul Goldschmidt. 0 for 1 for him here in this one. Hoping to limit the damage. Here's the pitch. Even though it's early on in this one, anytime you get runners in scoring position, you'd like to knock them in. Oh, komm, den kriegst du! Ah, den kriegst du nicht! Schöner Wurf! Scheiße, aber auch. Jetzt treffen die aber auch alle Tier. By the time they get it back in, he's safely into third. It was a double for him in his first turn at the plate. Kershaw comes set. 0-1 on its way. Well behind that fastball, it's a swinging strike. Hey, usually second time through the order, you start seeing an incorporation of some more off-speed stuff. But this guy's locating and feeling really good about his fastball. Two back-to-back. The 0-2 once more. Gut, zweite Inning ist zu Ende. Ich will jetzt einfach nochmal versuchen, hier jetzt irgendwie zu treffen. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Oh Gott, bin ich zu langsam? Die steht immer zu early, also zu früh. Das macht mir gerade ein bisschen zu denken. Guck mal, da steht zu early. Oh, der war knapp. Tried to hold up there. Appeal down to first and no swing. It's ball two. Now a half swing here. Oh, das gibt's doch nicht. But he does so too late. It's strike one. And a check swing here as he couldn't help himself and it's ruled strike. Immerhin schwingen wir schon mal, das ist gut. Komm jetzt. It's the top of the zone. He struck him out looking.
Boy, it's been a rough go through these middle innings so far. This offense right now really doesn't have an answer for anything that he's throwing. He's attacking up, down, in and out in the strike zone. He's been awfully dominant up to this point. Gut, der war. Comes on with one gone here as he looks at a called strike one. The offense better get it going right here, because they certainly can tell from their dugout, this guy is carrying himself with a presence. Der war ein bisschen sehr weit unten gewesen. Es ist unheimlich schwer. Boah, der war aber weit weg. Immer dürfen wir. Was? It's not a great angle, and everything happens so quickly, so they really have to be paying attention out there. Looking at the replay, I think he got it right, so that's a tip of the cap for the Blue. Hey, make no mistake about it, this lineup's going to have to get going and get a little bit more aggressive. This guy pounded the zone. Started to go around there, looked like he held up in time. No, strike two, says the third base umpire. Was, strike two? Warum, Der steht doch vor, der wirft doch. Dodgers pitcher trying to deal with a 1-2 count at the plate. Stone cold take right there. That fastball very well could have sent him packing. Komm jetzt aber. Mann, ich treffe hier nichts. He picks up strikeout number 9 here and the side is. Oh nee, das gibt's doch nicht. At the plate now. Ja, also as we move on to the bottom of inning number 3. Ready with the first pitch. Here it comes. There's no way around it. This has been a rough start on the mound. Das Werfen, das geht hier einigermaßen. Da komme ich noch ganz gut klar. Aber schlagen, gar nicht. Unheimlich schwer. Right side, but it's going to be a foul ball. Good job to spoil that one away, and he stays alive. Foul away. Oh, 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 das war daneben. Es fixt einen ein bisschen an. Also mit dem Schlagen komme ich noch gar nicht klar. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen üben. Das ist natürlich doof. Kann ich euch mal zeigen. Wir machen jetzt auch nicht mehr hier allzu lange. Das ist ja auch Quatsch. Wir können mal jetzt wirklich versuchen, hier wieder mal zurück zum Hauptmenü zu kommen. Aber jetzt haben wir schon eine Minute gespielt. So ein paar kleinere Eindrücke. Haben wir also schon mal gewonnen. Ich will noch mal das Schlagen hier ein bisschen üben. Das war mir jetzt ein bisschen sehr wenig gewesen. Okay. So, wir suchen die Richtung raus. Und dann... Oh, also irgendwie treffe ich hier gar nichts. Change up. So, können wir uns angucken, wo er bis jetzt immer so getroffen hat. Boah, jetzt hat er da unten getroffen. Naja. Boah, ich treffe hier gar nichts beim Schlagen. Das ist ja krass. Das ist irgendwie gerade so richtig eklig und unangenehm. Keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Dam, dam, da, dam, 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 dam. Das wird ganz viel zu schneiden sein. Oh. Ja, genau. Komm, wir haben noch eine Minute. Das wird schon. Komm, ein Schlag nur. Ach komm, leck mich hier richtig am Sack. Jetzt aber, ich bin bereit, fokussiert, konzentriert und der geht voll als Strike unter. Okay, liebe Leute, das war jetzt wirklich sehr traurig gewesen. Warum auch immer, ich komme mit dem Schlagen nicht klar. Wenn ihr Lust habt, mehr von meiner Wenigkeit und meiner Affinität für Baseball zu erleben und mitzubekommen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich kann noch nicht allzu viel zu dem Spiel sagen. Ich finde es interessant, auch wenn natürlich dieses Nicht-Treffen beim Schlag aus sehr, ich sag mal, demotivierend ist, schon ein bisschen depressiv einmacht. Aber ich bleib am Ball, ich versuche mich noch hier so ein bisschen dran und dann würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, hier, dann auch einfach bei irgendeinem anderen Video. Dann fahren wir einfach mit dem Fernbus und holen die ganzen Baseballspiele ab. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.